Hallo, ich bin's, euer Onkel Argeil, zusammen mit dem Graukopf, dem Tobi. Guten Tag. In 7 Days to Die. Ja, letzte Folge haben wir schon ein bisschen angefangen und in dieser Folge geht's weiter. Schon mal ein bisschen für die 7-Tage-Horde. Oder für die erste Horde halt. Ein bisschen aufzuwerten, beziehungsweise alles ein bisschen sicherer zu machen. Dürfte zumindest für die erste Horde ausreichen. Kling, kling. Weil die ist ja eigentlich noch nicht so wild. Und wenn man das aber, was mir gerade wieder auffällt, wir hatten gestern keine Hundehorde. Das kann sein, dadurch, dass wir belaufen sind. Dass die nicht wussten, wo sie hin sollen. Achso, na gut. Dann werden wir trotz allem eventuell mal Vorsicht walten lassen. Denn man weiß ja nie. Dann mache ich mir Fire-X. Dann klöpple ich mal das Ding hier weg. Gut, ist natürlich jetzt alles ziemlich windig mit den Mauern hier unten, die riesigen Löcher drin haben, aber ja, ist halt nun mal so. Ja. Alter, er schreckt mich doch nicht, du. Ah! Das hier auch weg, die Vorbau hier? Ja, den will ich auch gleich wegmachen, ja. Den will ich auch gleich wegmachen. Wobei ich ja eigentlich nicht so der Typ für Vorbau wegmachen bin. Ja. Und du schlägst wieder mit der hohlen Hand. Ja, aber siehst mal, dafür habe ich schon 3 weg, wo du nur eins hast. Ja, ja. Für Hände habe. Ja. Ja, ja. So, Bruce Lee Blasterjägen. Mhm, genau. Mhm. Plate. Wood Plate Sandziehen. 220. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 22. Aber ich habe mir mit Sicherheit verzählt. So, dann fangen wir mal an, meine geliebten Woodspikes zu setzen. Schauen wir mal, wie weit wir mit 300 kommen. Also zumindest einmal außenrum. Achso, genau, ich muss ja da den Müll nur wegmachen und den Papierkorb, sonst kann ich da nichts setzen. Zack. Und jetzt habe ich wahrscheinlich den Mülleimer wieder aufgesammelt, oder? Richtig. Das verstehe ich zwar nicht, was das soll, aber halt. Auch noch ein Vieh. Halt. Ein Vieh? Hm. Ich wollte sagen, gerade vorhin ist da ein Huhn rumgelaufen, aber das gibt halt auch kein Heid. So, erste Reihe. Dann den Spikes, ihr wisst ja, kann man nie genug haben. Woran soll man sich sonst verletzen, wenn nicht an Spikes? Aber was mich halt ärgert, dass ich jetzt vor kurzem wegen der blöden Internetverbindung gestorben bin und wieder 10 Punkte verloren habe. Das ist ärgerlich. Ja, dann sagt doch mal so, was ihr bis jetzt von dem
Velmot so haltet. Gut, viel gab es noch nicht zu sehen, ein bisschen was. Ja, aber wie ist denn so euer erster Eindruck? Also wie gesagt, mir persönlich gefällt er sehr gut. Ich weiß nicht, was der Tobi dazu sagt. Ja, mal ein bisschen Abwechslung in 7 Days. Richtig. Vollkommen richtig. Und es gibt halt viele Sachen, da wo man sagt, Mensch, das, wenn im normalen 7 Days drin wäre, wäre auch klasse. Ich habe es dem Tobi jetzt gestern schon erzählt, derjenige, der den Velmot entwickelt hat oder gemacht hat, der hat mittlerweile auch noch einen anderen Mod, den werden wir aber nicht spielen, das wird sonst zu viel. Also für uns zumindest. Und zwar irgendwie Classic Horde Survival Dingsbums. Kann man fast nichts bauen. Muss seinen ganzen Loot so mehr oder weniger wirklich aus den Zombies rausholen, weil man auch so relativ wenig zum Looten findet. Das ist natürlich auch nochmal eine ganze Ecke schwieriger dann. Und es kommen halt immer Zombie-Horden. Ja, ist, wie gesagt, nochmal ein Ticken schwieriger. Gut, wobei Tobi und ich jetzt mittlerweile mal so jetzt bei 7 Days to Die normalerweise auch keine Probleme mehr haben. Da wir auch mittlerweile das ein oder andere an Spielstunden hinter uns haben. Aber deshalb. Voll die Prose. Also voll die Prose, ja. Nee, aber deshalb ist zum Beispiel der Velmot auch nicht schlecht, weil es halt einmal wieder was Neues ist. Sachen, beziehungsweise, ja, Sachen, Mechaniken, die wir selber auch noch nicht so kannten, mal gezeigt wird. Dann eben viele Sachen craftbar, die so im normalen 7 Days nicht craftbar sind. Nein, das wollte ich nicht daher setzen. So, und jetzt fehlt es mir bestimmt irgendwo einer oder so. Wahrscheinlich. Ja. Nein, Firma haben tatsächlich um mehr verrechnet. Oh, 3. Na gut. Das werden wir auch noch hinbekommen. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn? Okay. So, wo sind sie denn? Hier sind sie. So, Tobi, du kannst runter, ohne dir die Beine zu brechen. Sehr schön. So, dann setze ich mal die Sink. Und zwar stellen wir die hier hinten rein. Zack. Und dann zeige ich euch das gleich. Glas in die Hand. Linke Maustaste. Und schon hat man Bottled Water. Und das Schöne daran ist, man muss es nicht mal mehr abkochen. Das finde ich also wirklich richtig klasse. So, ich werde mir jetzt mal. Wie viel Crossbow Bolts hast du noch, Tobi? 228. Aha, okay, du brauchst also keine. Gut, dann mach ich mir dann ein paar. So. Ja, das 7 Days to Die hat ziemlichen Boom erfahren durch die Konsolen. Die haben das ganz schön gepusht. Also ich weiß nicht, ich habe mir schon mal gut, Let's Play jetzt nicht, aber ich habe mal auf Twitch ins ein oder andere Let's Play reingeguckt.
weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also, das irgendwie, ja. Von der Konsolenversion, oder? Ja. Ja, irgendwie ist das jetzt nicht so unbedingt das meine. Weil ich glaube, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Gut, wir sind es halt jetzt halt auch so gewohnt, einfach hier mal schnell hinklicken mit der Maus etc. Funktioniert halt da nicht mehr. Da musst halt dann. Ja. Ja, also muss ich sagen, ich komme, glaube ich, wahrscheinlich, gut, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber für mich denke ich mir halt dadurch, dass wir das ja schon so lange gewohnt sind. Oh, jetzt muss ich was essen und trinken. Am PC zu spielen, wäre, glaube ich, das umzustellen auf Konsole relativ schwierig und umständlich, sage ich jetzt mal. Also für mich. Nee, ich könnte das auch nicht. Nee, ich glaube, das würde ziemlich umständlich sein. Ich weiß auch nicht, wie das ist, ob das irgendwelche dann mit der Konsole irgendwelche Einrastpunkte gibt für die Menüs oder keine Ahnung. Wenn es dann immer mit dem Controller quasi hinzittern musst, wo du hin willst. Da ist mir das hier schon wesentlich lieber. So. Dann kann man gleich wieder auffüllen. Zack. Also das mit der Sink, das gefällt mir. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, so Öfen zu reparieren. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht gelernt. Dann kann man Öfen reparieren oder man kann Öfen selbst bauen. Das wäre dann hier. Da kann man dann Ofen Repair Kit oder Working Ofen. Ups, klingt. Und ja. Hast du irgendwo Metall drin? Scrap oder irgendwie so? Ja, ich habe Fläche da einstecken. Soll ich das in die Forge schmeißen? Achso, naja, dann, ja, richtig, kann man ja gleich in die Forge reintun. Stimmt. Achso, ich habe den Schlafsack immer noch nicht gelegt. Wo ist jetzt den Schlafsack hin? Mülleimer? Achso. Neben dem Bücherregal. Ja, ja. Na toll, mein Schlafsack stopft den Mülleimer. Na toll. Ich könnte mich hier im Klo. Lege ich mich ins Klo. Nee, ist kacke. Nehme ich hier, ja. So, dann werde ich mein Iron. Oh. Hallo. Auch nochmal hier reinstöpseln. So. Was gibt's denn, was man jetzt im Moment noch fabrizieren kann? Sind jetzt mal 4 Reihen Spikes außenrum. Grill brauchen wir. Haben wir ja noch nicht, wa? Was haben wir? Ein Grill. Ein Grill, nee. Da haben wir noch keinen. Töpfe haben wir ja gehabt, da sind ja unten im Ofen 2 Stück nur drin. Händel haben wir auch noch nicht. Nein. So, in die Campfire sind noch keine Töpfe rein, oder? Gut, dann mache ich das einmal. Also Töpfe sind drin. Haben wir nicht sogar schon irgendwo einen Beaker gefunden gehabt? Also ja, der muss. Habe ich den über den Kühlschrank gepackt? Nö. Was hier zum Beispiel. Wir haben finstere Nacht, was hier zum Beispiel auch schön ist. Wasser oder so stackt wesentlich höher. Ich glaube auf wie viel? Auf 50, oder? Jo. Ja, das ist natürlich
Ah, hier ist er. Gut, dann kann man hier in das Campfire einen kleinen Beaker reinstöpseln. Und dann könnte ich machen wir mal die hier gleich wieder. So. Unsere wunderschöne Working Station. Zack. Kann man tolle Sachen machen. Hier den Sarg zum Beispiel. Hat wahnsinnig viel Stauraum. Oder die Kühlschränke kann man sich hier bauen. Haben wesentlich mehr. Das ist eine gute Idee, Tobi. Haben wesentlich mehr Stauraum als der normale Kühlschrank. So, dann machen wir hier einmal das Ding weg hier. Soll ich die gleich aufwerten, die Frames? Na. Einmal, zweimal? Zweimal. Wie beliebt es dem Herrn zweimal? Gut, dann. Dann. Schauen wir mal, wie weit wir mit dem Holz kommen. So, ich habe denn jetzt noch nicht mehr viel, aber wir haben ja glaube ich irgendwo in der Kiste noch eins drin. Richtig, hier. So, dann. Also das, ich glaube hier vorne muss man zwei reich machen. Zumindest das hier und das hier, weil sonst sehe ich mich schon fallen. So, Tobi, und wie wollen wir bauen? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Nee, weg noch ja nicht. Wollen wir es wieder mit Ding versuchen, mit Cobblestone? Wobei das halt das Problem ist, so richtig viel hält ja das auch nicht aus. Nee. Lass uns warten, bis wir Zement können. Achso, siehst, sehr gute Idee. Ich habe ja noch Punkte übrig. Dann lerne ich doch mal, wenn ich es finde. Wo machen wir es denn? Hey. Ah, Concrete Mixing. Zack. So, ich kann Zement. Wer noch? Wer noch?
Licht ausmachen. Das reicht dann hier drin. So, und mit diesem Licht ausschalten war es das dann für heute auch schon wieder. 20 Minuten Marke ist geknackt. Seht ihn euch nochmal an. Den hässlichen Typen. ja, gut. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Und würden uns über einen Daumen wie immer freuen. Oder einen Kommentar oder beides. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.